Dieses Fiepen klingt nicht nur niedlich, das Rehkitz sucht damit nach seiner Mutter. Und die ist in dem Fall Anne Steffen. Von Massieren bis Füttern. Reherziehung ist ein harter Job. Also ich habe es um 4 bekommen und habe seitdem alle 2 Stunden gefüttert. Das heißt auch die Nacht. Auch die Nacht. Der kleine Kurt, so haben die Steffens ihren Schützling genannt, braucht regelmäßig Nahrung, damit sein Zustand stabil bleibt und er zunimmt. Und sobald der kleine Mann groß genug ist, darf er dann auch in den Garten. Da habe ich einen kleinen Stall gebaut, wo es dann auch an einem eingepflanzten Wildacker sich natürlich ernähren kann, wo es anfangen kann, die Äsung zu lernen, die es auch später mal aufnehmen soll. Und der Stall muss natürlich fuchs- und mattersicher sein, weil so ein kleines Rehkitz ein leckerer Happen natürlich ist für einen Fuchs, der auch seine Familie ernähren muss. Dass Kurt überhaupt bei der Försterfamilie ist, hätte nicht sein müssen. Eine Spaziergängerin fand ihn allein am Wegesrand und wollte dem Tier helfen und beging dabei einen folgenschweren Fehler. Ganz wichtig ist, das Rehkitz nicht anzufassen. Man kann sich dem bis auf wenige Schritte nähern, kann gucken, ob alles in Ordnung ist, aber sollte dann wirklich sich zurückziehen, weil wenn das Rehkitz menschlichen Geruch angenommen hat, geht die Ricke nicht mehr dran. Denn Ricken, so nennen sich weibliche Rehe, sind oft alleine auf Nahrungssuche, die Kitze damit auch mal stundenlang sich selbst überlassen. Deshalb im Zweifelsfall lieber den Förster rufen, der abschätzen kann, ob die Rehmama wieder zurückkommt. Für Kurt ist es jetzt aber zu spät. Er muss mit Lammmilch per Hand gefüttert werden. Anne Steffen nimmt damit die Rolle der Ricke ein, zumindest bis September. Und bis dahin weiß es dann auch, was es alles zu fressen hat. Ich mache große Bottiche, ich pflücke dann ganze Äste auch im Wald, stecke sie in Sandbottiche, damit es lernt, diese Blätter selber zu zupfen. Im Herbst kommt das Kitz in ein Revier im Nachbarort. Der dortige Jäger hat aber schon versprochen, Kurt wird nicht wie andere Rehe erschossen, sondern hoffentlich ein langes, schönes Leben haben.